rein. Travis, ey, Travis, let's go, man. Astro World Festival. Astro World. Ton. Astro World. A predictable and preventable tragedy. And we begin tonight with a heartbreaking concert tragedy in Houston. Hundreds more injured when the crowd surged as Travis Scott was on stage. Legal action is already underway against Travis Scott. Authorities launching a criminal investigation to find out what went wrong at the Astroworld Music Festival. Astroworld. Wie ihr sicher alle mitbekommen habt, ist am Freitag was enorm Tragisches in Houston passiert. Bei dem Astroworld Festival ist es zu einem Vorfall gekommen, in dem 8 Menschen ihr Leben verloren haben und etliche Menschen schwer verletzt wurden. Und schon heute kann man sagen, dass das Astroworld Festival in Houston einer der tödlichsten Konzerte in der Geschichte von Amerika war. Okay, krass, ja. Schon heftig auf jeden Fall, Digga. Viele Menschen geben Travis Scott die Schuld. Ob das ehrlich so ist, gucken wir uns heute an. Schwierig, ne? Eine ganz schwierige Sache, Digga. Seit dem Jahre 2018 veranstalten Travis Scott und sein Team regelmäßig ein Festival namens Astroworld. Und so war es auch dieses Jahr. Doch dieses Mal konnte man schon am Anfang merken, dass die Besucher viel wilder als sonst waren. Bevor das Konzert am Freitag überhaupt richtig starten konnte, gab es schon Berichte darüber, wie sich eine riesen Menschenmenge durch die Eingänge quetscht. Ja, das Ding ist, bei Travis Scott ist immer so, ne? Muss man sagen. Das ist doch nichts Neues, Digga, dass die Leute so aus... Also, man muss sagen, es gibt viele Typen, die machen krasse Konzerte und so, aber Travis Scott, seine Konzerte und seine Fans sind einfach anders, Digga, ehrlich. Da gibt es wenige, die so mithalten können, Digga, wirklich. Wow. Der Mann und seine Leute, Digga, die haben Knacks. Real Talk. Nur um schnell auf das Festival zu kommen. Oder Leute gehen auf Konzerte, die brechen sich Sachen und so. Das ist normal gewesen, ne? Wie man in seiner Dokumentation gesehen hat, Digga. Und die feiern das. Das ist heftig, ehrlich. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass auf dem gemieteten Gelände seit über 40 Jahren nicht mehr so eine große Menschenmenge versammelt war. Krass. Die Crowd von 50.000 Menschen konnte nicht gut von den Securities kontrolliert werden. Und als dann Travis Scott angesagt wird, eskaliert es. Ist nicht viel geiler, 50.000 im Stadion zu spielen, Alter? Nee. Niemals. 50.000, Digga. Ich würde auch lieber mit 50.000 auf offenem Festival sein. Sag dir ehrlich, Stadion, okay. Fühl ich ist, ist schwierig. Obwohl, ach, Stadion nein. Sind ja unten auch Leute und dann halt in den Rennen. Stadion, ehrlich. Stadion wäre auf jeden Fall besser, Digga, finde ich. Die Menschenmenge drängelt sich an die Bühne, während die überforderten Securities versuchen, sie aufzuhalten. Der erste Moment, wo viele verletzt werden, weil die Menschenmenge einfach jeden zu Boden gedrückt hat, der nicht stark genug war. Als dann Travis auf die Bühne kommt... Oh, Digga, wo wie UFO, Digga, ich war UFO auch Crowd, ne? Das war echt schon krass, Digga. Und bei Travis Scott, das kann man ja gar nicht mit UFO vergleichen, Digga. Bruder, da war eine Welle. Links, rechts, Digga. Ich schwöre, Leute sind... Vor meinen Augen 7, 8 Leute sind hingefallen. Dank! Ich hab den natürlich mit aufgeholfen, so. Und dann ging's weiter, Digga. Ey, das war richtig krass, wirklich. Das war das erste Mal, dass ich sowas krass erlebt habe, ja? Beginnt das Chaos. Die Menschenmenge möchte so nah wie möglich an der Bühne stehen, sodass es keinen Raum mehr gab, um sich zu bewegen und die ersten Menschen Atemnot kriegen. Nach ein paar Minuten werden die ersten Und ich muss sagen, Digga, ich hatte auch vorher Seitenstiche und so, mein Herz tat weh, ne? Mhm. Ich dachte, scheiße, Digga, was passiert jetzt? Habe ich mich überanstrengt und so? Ich schwöre, ich hatte so Seitenstiche in der kurzen Zeit, ne? Und mein Herz, Digga, das hat auch so gestochen irgendwie. Digga, das ist echt gefährlich, das ist echt nicht zu unterschätzen, sowas. Retalk. Besucher ohnmächtig. Viele Besucher haben gesagt, dass sie versucht haben, Hilfe zu holen. Doch niemand hat den Ernst der Lage erkannt, bis sie per Handy den Notruf kontaktiert haben, die dann auch sehr schnell vor Ort waren. Boah, sie wurden dann aber... So Notruf da auch durchkommt, ist auch hart, ne? Bei so vielen Leuten. Aber lassen die auch durch. Ja, ist auch... Da machen alle Platz. Musst du aber erstmal finden. Ist schon Film. Von den Konzertbesuchern, die teilweise sogar auf den Rettungswagen raufgeklettert sind, aufgehalten, als sie die Verletzten ins Krankenhaus bringen wollen. Außerdem entstand langsam bei einigen Menschen Panik, während andere Menschen einfach nur gefeiert haben. Viele der Konzertbesucher sollen auch Drogen konsumiert haben. Und auch Travis hat seine Show einfach weitergeführt. Und als Drake noch als Special Guest auf die Bühne kommt, wird die... Da war es natürlich, ne? OVO, you know the vibes, man. Da hat gebrannt. Da ist vorbei. Die Crowd noch wilder. Nach dem ersten Notruf ging die Show von Travis Scott noch ca. 40 Minuten weiter. Und Berichten zufolge hat er sein ganzes Set zu Ende gespielt. Davon gibt's keine Aufnahmen, oder? Was denn? Astroworld. Das war doch live irgendwo. Ich glaube Apple Music, ja? Bei diesem Ereignis wurden mehrere hundert Menschen verletzt, 25 Menschen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht
und 8 Menschen, die leider alle unter 30 Jahre alt sind, sind leider gestorben. Heftig. Die genauen Todesursachen wurden noch nicht bekannt gegeben. Ja, man sagt ja, irgendwie manche haben Drogen genommen, ne? Oder irgendwie dem wurde Drogen gespritzt oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ja. Also irgendwie komisch. 13 Leute. Habe auf Twitter ein paar Videos gesehen, wie manche Anfall hatten, echt? Ich habe Videos gesehen, wie Leute. Das habe ich nicht gesehen. Ne, bewusstlos war. Ja, ich habe die Leute gesehen, die getragen wurden und so, die sah so. Aber Anfall. Guck, Apple Music. Die liegen derzeit immer noch im Krankenhaus, wovon 5 Leute unter 18 Jahre alt sind. Und wie es in der heutigen Zeit so ist, noch bevor irgendwer irgendeinen Plan hat, es wird sofort mit dem Finger auf die Leute gezeigt. Wer ist verantwortlich für die Katastrophe? Jo. Noch bevor man sich überhaupt einen Überblick verschaffen kann, werden schon die ersten angeblich Verantwortlichen angezeigt. Ein Mann, der starke Verletzungen am Körper erlitt, verklagt nur 2 Tage später Travis Scott auf 1 Million $ Schadensersatz. Und noch ein anderer Mann klagt Travis und... Das Ding ist, man muss sagen, in Amerika sowas kann durchgehen. Ich schwöre, kann durchgehen, ne? Muss man sagen. Digga, jemand klagt die Red Bull an, weil Red Bull verleiht keine Flüge und der hat gewonnen. Und der kriegt Millionen. Sing, Digga, ja. In Amerika kannst aber du echt... Aber das Slogan. Ja, aber in Amerika kannst du mit echt wilden Sachen durchkommen, Digga. Also das ist jetzt nicht so wild, so, also... Ja, okay, aber... Und Drake an. Drake? Daran sieht man, dass die meisten einfach nur Geld haben wollen. Doch jetzt mal ehrlich, hat Travis die Schuld daran, dass es so eskalierte? Schon im Jahre 2015 und 2018 bekannte sich Travis schuldig, bei Konzerten die öffentliche Ordnung gestört zu haben. Er hat die Fans dazu aufgefordert, auf die Bühne zu kommen und das taten sie dann auch, ja. Bis die Bühne hab so voll war, dass Travis flüchten und die Polizei das Konzert abbrechen musste. Ein Security, der nach dem Körpereinsatz mit einem gebrochenen Bein davon kam, verklagte daraufhin Travis Scott wegen Anstiftung zur Aufruhr. Doch am Ende kam er mit einer Klage wegen Störung des öffentlichen Friedens davon. Und auch im Jahre 2018 geriet eine Crowd, nachdem Travis sie animiert hatte, außer Kontrolle. Deshalb wird auch gleich mit dem Finger auf Travis gezeigt, wenn sowas geschieht. Und nach dem Statement, wo Travis auch traurig gemacht hat, kann es gut sein, dass er das nächste Opfer der Cancel Culture wird. Das ganze Statement von Travis findet ihr am Ende des Videos. Allerdings finde ich, dass man sich das damit zu einfach macht. Ja, er war auf der Bühne und ja, er hätte die Show stoppen müssen. Die meisten vergessen aber, dass es ganz normal ist, dass Fans ohnmächtig werden bei so riesen Konzerten. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie es ist, vor 50.000 Menschen zu spielen. Das ist schwierig, Digga, ne? Es ist wirklich eine schwierige Sache, Digga, wirklich. Manche sagen, das war alles ein Ritual, man weiß nicht, Digga, weil da waren echt viele so Symbole und so dies, das. Aber andererseits würde ich sagen, wenn das nicht so war, es ist schwierig für ihn zu erkennen, ob da wirklich Leute tot sind, ja, oder wirklich. Ist nicht einfach. Das ist Ding, Digga, ne? Kompliziert, Digga, wirklich. Ich weiß nicht, also der ist das ja gewohnt, so, man weiß ja, Travis Scott Konzerte, Leute drehen durch, die brechen sich irgendwas, die werden rausgeschleppt, dies, das, man kennt's. Oder einzuschätzen, ob er tot ist oder nur bewusstlos und so, ist schon schwierig. So stehen. Ich habe einmal vor 5000 Menschen performt und ich war wie in Trance. Man sieht die Menschen gar nicht mehr richtig, wenn man auf der Bühne steht. Und als Rapper hat man die Show so lange durchzuziehen, bis der Veranstalter sie abbricht. Es geht ja um Millionenbeträge, wenn Travis Scott und Drake zusammen auf der Bühne stehen. Wie soll ein Künstler einschätzen können, ob er jetzt abbrechen soll oder nicht? Es waren einfach viel zu viele Menschen anwesend, die nach der Corona-Zeit und so lange eingesperrt sein, einfach übertrieben haben. Meiner Meinung nach haben die Leute im Hintergrund Schuld. Denn sie sind dafür verantwortlich, dass alles reibungslos abläuft. Nur sie können dafür sorgen, dass die Künstler auf der Bühne durch einen Monitor, den sie im Ohr haben, erfahren, was überhaupt da abläuft, damit sie dann das Konzert abbrechen. Dazu kommt noch, dass Travis Scott mehrere Male live gesagt hat, dass die Fans Hilfe brauchen. Bloß diese Aufnahme wird irgendwie nie in der Presse. Das ist wirklich untergegangen, muss man sagen, ne? Ja, das stimmt. Das ist wirklich, also, Bruder. Das hätten die Leute auch zeigen können. Okay, zeigt das Schlechte, aber zeig auch das, Digga, wirklich. Aber haben ja auch ein paar gezeigt, aber weniger. Ja, das ist schon wirklich untergegangen, Digga, wirklich. Aber wenn es sagt, juckt das halt einfach die Leute nicht, ne? Ja, das ist schwierig, Digga. Gezeigt. Fortnite hat sein Dings aus Store rausgenommen. Sein Tanz, Digga. Okay. Ja, nee, das auch. Also, ich finde das jetzt übertrieben, Digga, ehrlich.
Skin auch? Boah, Digga. Boah, das ist auch, Digga, das ist auch, ne? Das ist wirklich politisch korrekt sein, Digga. Also, man tun jetzt so, als hätte er die Leute gekillt, so, obwohl er das jetzt nicht war, sondern das alles von alleine passiert. Bluff, das ist schön, das ist auch ein Bluff, Leute, ehrlich. Auf meinen Hype aufspringen einfach, ne? Die Veranstalter hätten auch einfach den Sound abstellen können, solange bis sich die Lage beruhigt. Und vor allen Dingen hätten sie voraussehen können, dass 50.000 Menschen einfach viel zu viel sind. Heutzutage denkt wirklich fast jeder nur an sich. Und diese Tragödie ist das beste Beispiel dafür. Jeder will den besten Platz bekommen. Und dabei scheißen sie auf andere. Ja, einfach nur traurig, Mann. Mein Beileid an die 8 jungen Menschen, die leider ihr Leben verloren haben und deren Familie. Und zum Schluss das Statement von Travis Scott. Okay, das kennen wir eigentlich, das haben wir ja schon gesehen. Heftig, ja, ich schwöre, Alter, ja. Boah, Digga, was soll ich sagen, Alter? Gutes Video von Ben auf jeden Fall, Digga, ne? Aber das ist auf jeden Fall eine sehr komplizierte Sache, Mann. Ich bin gespannt, was da alles so passiert wird, wegen Verklagen und so, wie ist das, was sie passiert und so. Ja.